Was ist Killing Floor 2? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir einen Killing Floor Suchti neben mich gesetzt, den Jochen Redinger. Du Hi. Hast um die 200 Stunden bereits im Vorgänger verbracht. Ja, ich kenne den ganz gut, könnte man sagen. Und jetzt haben uns die Entwickler einen Zugang zur Early Access Version gegeben, schon ein bisschen früher, bevor die erscheint. Am 21. April ist es soweit, dann erscheint die Early Access Version des zweiten Teils und sie haben gemeint, sie werden so ein halbes Jahr bestimmt noch dran rumwerkeln, bis das Ding final raus ist. Aber was ist das eigentlich für ein Ding? Das ist ein Koop-Shooter, in dem wir uns gegen Wellen von Mutanten behaupten. Und ja... Das ist so ziemlich alles, was es dazu zu sagen gibt, was das Gameplay angeht, nicht wahr? Ja, es gibt auch eine Story, die das begründet, warum jetzt hier in Paris Mutanten rumrennen, aber... Oh, erhelle mich doch mal. Ja, ein Biotech-Unternehmen forscht... Hör auf zu sprechen, mir ist bereits jetzt langweilig geworden. Also es ist der übliche Zombie-Shooter. Ja. Warum hast du dann 200 Stunden mit dem ersten Teil verbracht? Weil das so unbarmherzig ist. Also es ist viel härter als zum Beispiel Left 4 Dead. Weil auch die kleinen Mutanten, ich weiß die jetzt nicht Zombies nennen, gefährlicher sind und man mehr auf das Teamplay achten muss. Also ein unbarmherziger Left 4 Dead-Klon. Ja, das könnte man jetzt so sagen, aber da ich das Spiel mag und würde ich jetzt nicht unbedingt Klon benutzen. Alles klar. Konzentrieren wir uns doch mal auf die Dinge, die der zweite Teil jetzt so anders macht als der Vorgänger. Worin unterscheidet sich das Ding denn von dem schon, ich glaube, 6 Jahre alten Teil 1? Es ist hübscher und sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Es ist tatsächlich nur ein Grafik-Update? Nee, man kann noch ein paar kleinere Sachen verändern. Es gibt jetzt, du siehst, es gibt verschiedene Perks. In diesem Spiel sind Perks, das sind Klassen. Richtig Klassen. Es gibt den Kommando, der vor uns rumläuft, der Berserker. Ich bin ein Supporter oder wie der in der deutschen Übersetzung heißt, Verstärkung. Mhm. Und ich nehme an, die haben alle wirklich auch grundlegend verschiedene Kampfrollen. Haben sie. Der Kommando benutzt Sturmgewehre und schaltet eben gezielt gefährliche Gegner aus. Der Verstärker, siehst du ja, der hat Shotguns und holzt einfach so in die Gegend. Ich und kann Türen zuschweißen. Da gibt es noch den Sunny. Jetzt ist er tot. Der Sunny kann heilen, erklärt sich ja auch von selbst, und der Berserker hackt mit Schaufeln, Hämmern. Nein! Alles kurz und klein. Fantastisch. Den kann ich aber nicht so gut spielen. Und es gibt ein Level-Up-System. Ja, gibt's. Wir kriegen jetzt für alles, was wir hier machen, Erfahrung. Und da gibt es eine Erfahrungsleiste unten links im Bild über deine Lebensenergie? Genau. Und wenn ich zum Beispiel Supporter bin, also Verstärkung, kriege ich zum einen Erfahrungspunkte dafür, dass ich Gegner mit der Shotgun oder mit Granaten erledige oder sie eben anschlage und dass ich Türen zuschweiß. Das ist das Problem. In Paris gibt es nicht so viele Türen, die man zuschweißen kann. Und du meintest ja bereits im Vorgespräch, dass das Spiel, zumindest der erste Teil, ein absolutes Grindfest ist. Ja. Wie ist denn das hier so? Hast du aus dem kurzen Eindruck mit der Early Access Version schon eine Idee davon, wie viele Stunden man hier investieren kann, bis man alles freigeschaltet hat? Da wird man schon lang brauchen. Es gibt ja 25 Level, auf denen du dann noch Fähigkeiten freischalten kannst. Und ich habe es gestern bekommen und bin nicht mal Stufe 5. Ah, also, und die schaltet man pro Klasse frei, diese 25 Level? Ja. Da muss, wenn du Berserker hochleveln willst, dann nützt es dir nichts, wenn du ein guter Sanitäter bist. Alles klar. Aber weg von der Theorie, reden wir doch ein bisschen, was hier auf dem Bildschirm los ist. Es kommen allerlei ziemlich eklige Viecher angerannt und wir sehen links eingeblendet, das ist die Welle 4 von 7. 7 Gegner sind noch am Leben. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie die Struktur dieses Spiels überhaupt funktioniert? Also, die Wellen hast du ja gerade erklärt. Dazwischen laufen wir zu Händlerkapseln, die sind überall im Level verteilt. Sehen wir ja gleich. Ja, müssten wir gleich haben. Und diese Wellen, in welcher Form kommen? Sind das so Zufallswellen wie bei Left 4 Dead? Gibt es da irgendwie eine Struktur dahinter? Da gibt es eine Struktur. Es gibt also große Zombies, nicht Zombies, Mutanten, wie der Kettensägen-Typ von vorhin. Die können erst ab einer bestimmten Welle kommen. Wie viele dann kommen, ist, glaube ich, ein bisschen zufällig, sowas zumindest im ersten Teil. Aber generell ist die Zusammensetzung immer recht ähnlich. Aber der Ort, wo diese Zombies auftauchen, ist wahrscheinlich zufällig. Das ist zufällig. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob es wie im ersten Teil ist. Da war es nämlich so, dass die nur an Orten spawnen konnten, an die kein Spieler gucken konnte. Was dazu geführt hat, dass man sich immer in die Mitte von einem Kreuzgang gestellt hat, weil dann da kein Mutantenheer rauskommen konnte.
Sehr gut. Und eine Sache, die dieses Spiel auch noch ein bisschen anders macht als andere so Zombie-Shooter, Munition scheint sehr knapp zu sein und sehr wertvoll. Sehr, sehr knapp. Also es geht jetzt, wenn ich hier die Doppelläufige habe und halt noch Kollegen, die auch was erschießen. Aber wenn man zu oft daneben schießt, wird es schon haarig. Das wird mit den Fähigkeiten ein bisschen ausgeglichen, weil ich schon gesehen habe und auch gelesen, dass es zum Beispiel für den Supporter so eine tragbare Munikiste gibt. Da kann sich jeder einmal pro Runde bei ihm bedienen. Und ich habe mir das auch schon angeschaut im Menü. Man kann sich dann sogar aussuchen, welchen Vorteil man haben will. Also entweder man Ja. ist großzügig und gibt seinen Kameraden Munition oder man wählt sich den Perk aus, dass man selbst Richtig. 20% mehr tragen kann. Finde ich ganz interessant. Ja, ist halt auch, kommt drauf an, wenn jetzt zum Beispiel keiner von deinen Kumpels ein Sunny spielen will, kannst du immer noch mit einem Selbstheilungsperk, nicht Perk, mit einem Selbstheilungsskill, dafür sorgen, dass du nicht ganz so schnell abnippelst. Ich Ja. könnte jetzt mal hier das zuschweißen, wenn nicht gleich wieder Gegner kommen. Nein, nicht mit der Medizinspritze. Das ist die spannendste Aufgabe, die der Supporter so hat. Warum ist jetzt nicht, da jetzt funktioniert's. Und ab und zu wird das Bild schwarz-weiß und eine Zeitlupe beginnt. Das hat damit zu tun, dass es ja ein Online-Spiel ist und man kann nicht nur für einen Spieler eine Zeitlupe aktivieren. Ja. Das würde irgendwie, oh Gott, da kriege ich schon Kopfschmerzen, wenn ich drüber Das wäre nachdenke. ganz fürchterlich. Wann wird denn so eine Zeitlupe aktiviert und was bringt sie dir und wie kann man das auslösen? Die wird bei besonders spektakulären Kills, also zum Beispiel guten Kopfschüssen oder wenn du jemanden mit der Shotgun richtig zerfetzt, aktiviert. Die bringt dir, dass du halt kurz Ruhe hast. Ups. Eine Atempause. Ja. Es hilft ja auch nicht wirklich viel, wenn du jetzt von fünf Gegnern umzingelt bist und noch zwei Leben hast, dann ist die Zeitlupe auch nicht mehr so nützlich, aber es kann schon helfen, weil du dann gezielt Kopfschüsse landen kannst. Kopfschüsse scheinen extrem wichtig zu sein im Spiel. Du meintest auch, als wir mal über den Vorgänger sprachen, wenn die Leute aufhören, gezielt Kopfschüsse zu verteilen, ist das Match dann langsam vorbei. Da sieht man, wenn Leute panisch werden, weil am Anfang läuft immer noch alles ganz cool und gezielt ab. Und wenn die Schussfrequenz steigt und wahrscheinlich auch der Puls, dann sterben meistens die ersten. Das ist jetzt bei mir nicht so wichtig mit der Shotgun. Siehst du ja, die brätst alles um. Und es gibt kein Fadenkreuz, also kein eingeblendetes Fadenkreuz. Das ist auch so ein bisschen eine Eigenheit des Spiels. Kann man aber aktivieren im zweiten Ah. Teil. Also es ging im ersten noch gar nicht. Was nicht so schlimm war, wenn da es ja ein Grindfest ist und da du die Waffe wahrscheinlich Dutzende Stunden in der Hand hast, weißt du irgendwann, wo du hinschießen musst. Aber Kannst du mir was zu den Waffen sagen? Fühlen die sich gut an? Gefallen die dir? ja, die fühlen sich ziemlich gut an. Es ist nur ich bin halt nicht so der große Kommando-Fan zum Beispiel. Mir gefallen die Sturmgewehre allesamt nicht so richtig. Aber das liegt nur an meinem eigenen Empfinden, weil die sich schon gut spielen. Und ja, mit Shotguns kann man ja sowieso nicht falsch machen. Das sind ja auch nicht diese Call of Duty-Waffen, die man in allen Details ausrüstet, sondern man hat Nee. seine Waffe und mit der arbeitet man und alle unterscheiden sich ein bisschen. Genau. Und im Gegensatz zum ersten Teil startet man jetzt auch mit einer klassenspezifischen Waffe. Also der Supporter mit der Repetierschrotflinte, der Berserker mit einem Klappspaten. Und Klappspaten, ja? ja, es ist kein richtiger Klappspaten, es ist ein Überlebenstool. Ich glaube, da ist auch noch ein Brecheisen dran. Fantastisch. Ja, man hat auch, ich kann es dir zeigen, wo ist es, wo ist denn mein. Nee, der hat sogar eine Machete, der Supporter. Der Berserker hat eine Rasenmäherklinge. Hervorragend. Und jetzt passiert es ja auch schon, dass hier dieser Platz durch das Gefecht eingesaugt wird. Ja. Gut bleibt das komplette Match überliegen und auch das Gore-System, da haben die Entwickler ja schon irgendwie vor Ewigkeiten ein Video gemacht, dass es hier absolutes Schmuckstück ist. Der neue Level des Gore. Was sagst denn du dazu, was hier in Sachen Blut und Gedärme passiert? Einiges, aber ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so endlos begeistert. Also es ist cool, dass man die Leute in alle Einzelteile zerlegen kann, diese Mutanten. Aber man sieht jetzt nicht, dass es so viele neue Punkte dafür geben soll. Man kann zum Beispiel mit einem Katana jetzt jemanden von der Schulter bis zum Bauchnabel durchhacken. Das ging vorher nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie in jedem Match 100 neue Todesanimationen sieht. So ist es Ich habe mir nicht. sagen lassen, dass die Entwickler über 40 Todesanimationen pro Monster programmiert haben, die dann so dynamisch mit ein bisschen Ragdoll-Physik und je nachdem, wo man sie trifft und in welche Richtung sie sich gerade bewegen, vermischt werden. Das klingt ja zunächst mal eindrucksvoll, aber jetzt, wo ich dir so zuschaue, geht das ja auch völlig unter im Gemetzel. Meistens. Also wenn du Glück hast, erwischst du mal einen in super Zeitlupe mit der Doppelläufigen und dann zerlegt sie ihn halt in der Luft in alle Einzelteile, aber das ist mir einmal passiert Ist das bisher. überhaupt wichtig? Nee.
Nee. Es ist halt irgendwie befriedigend. Ja. Aber. Nur ist es ja so, das Ding ist ein Grindfest und eine relativ geradlinige Geschichte. Es kommen wellenmäßig Gegner, man wehrt sie ab, das Ganze ist ziemlich hart und wenn irgendwann die Kopfschüsse aufhören präzise zu sitzen, bekommen alle Panik und die Runde ist verloren. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber warum macht das Spaß? Wieso motiviert dich das? Es ist klar, du kannst jetzt eher über den Vorgänger sprechen, aber der Teil 2 scheint ja nicht so viel anders zu sein. Nee, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Naja, es ist halt, es macht vor allem Spaß, wenn man drauf steht, dass es nicht so einfach ist. Weil mir zum Beispiel Left 4 Dead zu leicht war, also außer im Versus-Modus, aber das ist ja nicht der Hauptmodus. Das war mir immer zu einfach und das ist das halt nicht. Also hier gilt, wenn sich jemand von der Gruppe entfernt, wenn er nicht wirklich gut spielen kann, ist er tot. Und wenn er dann stirbt, müssen ihm die anderen Geld geben, die Spirale dreht sich nach unten, dann wird alles noch schwieriger und die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Gruppe vernichtet wird, steigt. Es ist halt, ja, es ist unbarmherzig, das macht Spaß und du siehst ja, es sieht auch jetzt ganz hübsch aus. Und man kann aufleveln, das ist das Wichtigste dran. Rollenspielsysteme machen alles besser. Ja, alles klar. Spielen sich die Runden denn auch einigermaßen abwechslungsreich? Sorgen diese ganzen Zufallssysteme und die verschiedenen Klassen und Zusammensetzungen und Rollenspielaspekte dafür, dass du das immer mal ein bisschen anders spielt oder setzt dann auch Monotonie ein? Und ich weiß, du hast jetzt auch noch nicht so viel mit Killing Floor 2 verbracht, aber was ist denn deine Einschätzung? Monotonie würde ich jetzt nicht sagen, aber mehr so Routine, weil es ist ja auch nicht so, dass man seine, die Skills, die man wählen kann, die wechselt man ja nicht wild im Level die ganze Zeit durch. Und da du auch irgendwann weißt, ja, ab Stufe 2 kommen die Flammenwerfer-Granatentypen und ab Stufe 3 kommt dann ein anderer Typ dazu. Es gibt nicht so die großen Überraschungen. Nur wie jede einzelne Runde verläuft, hängt halt hauptsächlich von dir und deinen Mitstreitern ab. Da ist übrigens die Schaufel am Boden. Nehmen Sie dir. Da muss ich jetzt erst was wegwerfen. Ja, hier, das nutzlose Sturmgewehr weg damit. Und nee, jetzt wird zum Schluss ein wenig geschaufelt. Kannst du nicht, das ist aber schade. Natürlich kann ich das, pass auf, jetzt bist du doch... Verdammt. Es geht nicht. Naja, schade, keine Schaufel für dich. Was gibt's denn so an Gegnertypen in Killing Floor 2? Okay, ich kann's dir mal zeigen. Das sind Klotz. Das sind die ersten. Die können einen festhalten, dadurch sind die eigentlich fies. Sonst sind die nicht besonders gut. Das ist ein Husk. Das war ein Husk. Der kann Brandgranaten rumschießen. Dann hatten wir vorhin schon diese roten, bei denen die keine Haut mehr haben, aber so ein Schwert am Arm. Das sind Gorefasts, die können, da ist einer. Wenn sie dich sehen, beschleunigen sie und schlitzen dich halt auf oder versuchen es zumindest. Dann gab es noch diese Krabbler am Boden. Das sind die ekelhaftesten von allen, das sind Crawler. Das sind so Spinnenhybriden. Und es enttäuscht mich ein bisschen, weil die konnten schon im ersten Teil eigentlich nur am Boden krabbeln. Ich dachte, die können jetzt vielleicht an Wänden laufen oder so. Tun sie aber nicht. Nee, die laufen einfach am Boden entlang, krabbeln rum und hüpfen dir ins Gesicht. Die sind aber vor allem für den Berserker ziemlich nervig, weil die so klein sind. Oh mein Gott, der Berserker legt ja auch mit seinem Hammer gerade richtig los, ja. Mein lieber Mann. Da ist, war jetzt zum Beispiel so ein, ich weiß nicht wie die heißen, das sind so ein bisschen stärkere Klotz, die Stacheln am Körper haben. Sind denn dir schon Gegner aufgefallen, die du noch nicht gekannt hast aus dem Vorgänger, weil du gerade so routiniert die Namen runterrasselst? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Der Boss, also es soll aber einen neuen Boss geben. Es ist nur so, ich bin noch nie bis zu dem gekommen jetzt. Ja, ich glaube, leider werden wir auch in unserem Was ist Video nicht die Zeit haben, bis zum Boss uns vorzukämpfen, weil es zieht sich schon. So 7 Wellen durchzuspielen ist ein gutes Stück Arbeit. Und ja, man sieht halt die 7. Welle und den Boss auch nicht so oft. Vor allem nicht mit Zufallsteams. Ah, die Zufallsteams. Wenn doch alle nur so diszipliniert wären und so routiniert wie du. Am 21. April kommt das als Early Access Version. Das bringt, glaube ich, 3 Maps mit. Ja. Und einige von diesen Perks, also diesen 4 Klassen. Stück. 4 Stück. Das ist nicht das fertige Spiel. Und wie gesagt, danach geht es halt in klassischer, heutzutage ja regelrecht traditioneller Early Access Manier weiter. Immer wieder Content-Updates und irgendwann ist das Spiel schon fertig. Und ja. Das war ein erster Einblick von dieser knüppelharten Gore-Orgie, mein lieber Mann. Das war's.